Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute ist alles, oh wow, jetzt fängt die Musik hier schon an. Ich bin jetzt total abgelenkt, alles ist so anders. Ich bin heute voll techie unterwegs. I don't know, ich bin gerade sehr awkward, weil ich heute was mache, was ich noch nie vorher in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und das ist ein Computerspiel spielen. Es ist wirklich first time ever. Ich habe schon mal auf der PlayStation, habe ich, oder hast du, was hast du, Xbox? Nee, was hast du? Nee, aber was die bei dir, von Tori, die PlayStation ist das. Also ich habe schon mal GTA auf der PlayStation gespielt und anscheinend auch The Last of Us, aber kann ich mir nicht mehr richtig, doch, das ist das mit den Zombies, ne? Ja, also man sieht, meine Erfahrungen sind bei, ich würde mal sagen, null. Und immer wenn ich irgend solche Spiele spiele und es probiere, bin ich immer sehr überfordert von der Art und Weise, wie sich alles bewegt. Wenn ich den Screen sehe, dann bewegt sich das alles zu schnell für mich und so, wie ich das gar nicht möchte. Ich habe da immer ganz tolle Probleme mit der Orientierung einfach in so einem Spiel. Und ich weiß auch, dass ich jetzt irgendwelche Tastenkombinationen hier lernen muss und freue mich schon sehr. Jedenfalls, das Spiel, das ich heute spielen werde, ist ein ganz besonderes Spiel. Und zwar heißt es Industria. Und eigentlich müsste ich jetzt noch ein bisschen was zu dem Hintergrund erzählen, aber ich bin da gar nicht so die Richtige, die man da fragen sollte. Ich würde sagen, ich verlinke euch einfach mal ein paar Videos unten, damit ihr selber gucken könnt, falls euch das Ganze interessiert. Kurz und knapp gesagt, ich spreche in diesem Spiel die Hauptrolle, und zwar die Figur der Nora. Den Sound hat mein Freund gemacht, der sich immer hinter der Kamera versteckt. Und so bin ich da irgendwie so ein bisschen mit reingerutscht in das ganze Projekt. Das ist von 3 oder 4 Jungs gemacht worden, die da schon seit 4 oder 5 Jahren dran arbeiten. Und es ist neulich erst, an welchem Tag? 30. September. Am 30. September diesen Jahres rausgekommen, auf den Markt gekommen. Und ich habe selber noch gar nicht gespielt. Ich habe nur mal so Ausschnitte gesehen und gehört natürlich, was ich selber da gelabert habe. Und jetzt wollte ich das Ganze einfach mal spielen. Muss man ja. Das muss ich ja jetzt auch mal machen, wenn ich da schon zu hören bin. Dann muss ich es ja auch mal selber spielen, ne? Ich höre auf jeden Fall schon schöne, vibey Musik im Hintergrund. Ist die eigentlich auch von dir oder ist die von jemand anderem? Nee, die ist von Lukas, okay. So, und da kannst du jetzt auf New Game klicken. Okay. Ja. Nee, du, ich nehme Hardcore, würde ich sagen. Was heißt das überhaupt? Enemies are challenging, ammo is scarce, manual in game saving. Ich habe keine Ahnung, was irgendwas davon bedeutet. 9. November 89, 8.12 Uhr. Nora Solheim here. Nora, where have you been? Walter? Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. We'll just shut it down then. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. People are gathering at the checkpoint Bornholmerstrasse. It's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just 1 hour ago. Wait, what? They closed down the office. The Stasi is already here. They're taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to stop Atlas. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to drag you into this. I need to leave now. What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. I love you more than anything, Nora. Walter, wait. Walter, hello? Did he just hang up on me? Wer spricht denn eigentlich die News im Fernseher? Ein Kumpel von David. Wie cool. Das kann man hier leider nicht sehen, weil meine Grafikkarte den Treiber da nicht kann. Aber lustig. Mit der Maus bewegt man sich also. Das ist so mein Blickwinkel. Interessant. Warum lachst du mich jetzt schon aus? Okay, ich denke mal, nee, Pfeile nicht. Gut, gut. Ja, dann, ich will jetzt auch nicht irgendwo raufdrücken. Ja, hier, sowas, Steuerung?
Uiuiuiuiui. Eine schicke DDR-Küche. Oh, ja, ich möchte gern Spaghetti kochen. Nehmen. Holy shit, ein fliegender Topf. I should leave now. Kann man den werfen? Man kann das alles nehmen? Warum? Einfach so, weil cool. Nice. Huh, hier kann man ja nichts sehen. Ist ja wie in meinem Treppenhaus. Okay. Das ist so witzig, weil ich habe ja schon so Ausschnitte davon gesehen. Und auch so draußen und fand es damals schon mega cool, wie das gemacht ist. Aber jetzt so da durchlaufen ist schon irgendwie anders. Okay, 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 okay. Stasi. Walter wasn't kidding. What Holy the? Stizzle? A tangent resonance. It's not usually like that. Oh, das sieht voll schick aus. Das ist wie so in Berlin, so ein altes Theater oder Kino. Hallo? Where is everyone? Wo ist denn das Telefon? Am I still dreaming? Mhm. Also in diesem Fahrstuhl hätte ich schon dreimal... Girl, lass mich doch erstmal aussprechen. In diesem Fahrstuhl hätte ich schon dreimal Platzangst bekommen. Walter? You here? Okay, okay. Entschuldigung, wie kann ich denn das Foto drehen? Ich sehe nichts. Schon geschafft. Man muss nur cheaten. Oh nein! Ach, egal. Okay, 2309. Sorry, aber... Mir reicht es schon. Nein. Katze. Oh, ey, Leute. Die muss immer überall dabei sein. Oh, jetzt ist er auf die Katze getreten. Oh, ich habe gerade Herzklopfen. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Warte mal. Ich muss doch hier irgendwo runter. Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Oh, renn mal weg. Renn mal weg, Kind. Hä? Nee, das sieht nicht richtig aus. Bin ich doch falsch gelaufen, oder? Doch, 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 das ist richtig. Oh mein Gott. Oh, ich, nein! Oh, man kann runterfallen! Oh mein Gott, das wusste ich nicht! Oh, nein! Ah! Okay. Gott sei Dank hat man im Spiel mehrere Leben. Okay, nochmal. I can do it! Ich habe das Gefühl, ich laufe einfach irgendwo lang. Ah, doch. Yes, I did it. Thank you. Brilliant idiot. I know. Okay. I gotta manually set the security protocols. Ich hab noch gar nichts gemacht. 7B. Okay. Hier gibt's keine 7B. 1B, doch, muss es geben. Da ist ein 7B. Hä? Komm ich da jetzt? Da ist gar nichts. Was soll ich denn hier machen? Jetzt steht da aber immer nichts mehr. Ich schaue gerade noch 7b. Okay, ich gehe jetzt nochmal zu dem Tisch zurück. Hallo, Schatzi-Bubu. Was soll ich denn machen? Ah! 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 7b! Ah!
Ich kann nicht. Wie läuft man nochmal? Da! Benutz dich! Ah, I did it. Okay. 2B, 2B. Wo ist 2B? 2B ist auch auf der B-Seite. 2B, 2B. Gib mir 2B. Ja, Mann. Finally. Now get me the hell out of here. Ob du richtig stehst, okay. Siehst du, wenn das Licht angeht. Oder wie? Wie war das? Okay, okay. It's so weird now. Ich weiß ja schon, was kommt, aber wann kommt es? Hi! Oh shit. Oh my god, is this right? Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my god. Yes, it is. What the hell? Oh my god. Nice Sounddesign, Bro. Einer der Spielentwickler namens David. Mit dem zusammen habe ich die Tonaufnahmen gemacht. Beziehungsweise er hat mir sozusagen Regieanweisungen gegeben und mir ein bisschen erklärt, worum es geht. Und als der erklärt hat, was diese ganze Bibliothek und diese quasi Traumsequenzen heißen sollen, das war so viel Informationen, das war so crazy irgendwie, was die sich dabei gedacht haben und was das alles bedeutet. Das kann man alles gar nicht so wirklich im Spiel aufnehmen, glaube ich, aber es ist schon echt verrückt. Okay, ja, warte mal, ich benutze dich ja. Cool. Was steht da? Ja, ja, ich weiß, ich möchte es trotzdem gern lesen. Ja, Tombi, ja, moving on. Bibi, hello. Honey, seit wann kannst du fliegen? Warum hast du mir davon nichts erzählt? Jo, ciao dann. War eine nette Vorstellung. Oh, da kommt er wieder. Let me guess, du machst den Stunt jetzt nochmal. Nee, du, ich geh mal weiter. Hä? Aber so sah das doch gerade schon aus. Meine Fresse, hier geht's aber ab hier. Also, Fusse, guck mal. Das ist nicht nett, was du machst. Sag doch mal dem Mikrofon bitte deine Erklärung, warum greifst du uns an? Wir versuchen hier ganz wichtige Dinge zu machen. Und du musst immer dich in den Vordergrund spielen. Hä? Sprich. Wir gehen mal zurück. Hä, dieses Platsch, Platsch, Platsch ist ja ein ekliges Geräusch. Ja. Nee, das war's nicht, das da. Ja, das will ich. Ah, nee, was muss ich jetzt drücken? Nochmal das? Nee, verstehe ich nicht. E? Ah. Ha. Nicht so gerne, glaube ich. Nö. Ja, aber ich bin viel zu ungeduldig, als dass ich da irgendwie jetzt mir das angucken würde. Ich habe auch früher schon beim Gameboy immer übersprungen, wenn da irgendwas mit Lesen stand. Jetzt muss ich schießen. What the hell is that? Habe ich Pistolen? Habe ich irgendwo eine Pistole? Hallo? Shit, Alter, ich hab nichts. Muss ich jetzt auch eine Pistole finden, oder was? Mit nicht ist die Olle ausgestattet. Ganz schön dunkel, oder? Was du mir für Tipps aus dem Hintergrund gibst. Oh mein Gott, da steht doch schon wieder so ein Scheißteil, oder? Oh nee, ich möchte nicht kämpfen. An elevator. Bestes Spiel für mich, Ego-Shooter. That's the way out of this terrible place. Okay, Walter. Nee, da kommt jetzt Brent. Brent! Oh nee, nee, scheiße, ich bin angegangen. What? Hallo. I don't know who you are, but if you want to live longer than 5 minutes, you should probably get the hell out of there. Then tell me how! The elevator needs power. The steam machines through the door underneath me are your only hope. Who are you? Hey, wait, wait, come back! Also hast du zugehört, was du machen sollst? Ja. The elevator is my only hope. Irgendwas mit Steam Machine. Keine Ahnung. Vor allem, ich habe diesen Satz 500.000 Mal schon gehört. Aber ich
habe ihn nicht verstanden. In the place with the books where green and white meet. Okay. Ich gehe doch gleich in die Luft, was ich hier einfach zusammenschütte. Oh, kann mal einer diese scheiß Axt weglegen? Oh! Beschissen. So war das. Ist dann einfach was passiert, wenn du was in ein Glas geschüttet hast? Ja, manchmal schon. Ah. Muss ich erstmal den Bunsenbrenner anmachen? Ach was. Oh. Okay, gut. Das ist erstaunlich. Du hast aus Zufall alles richtig gemacht jetzt gerade. Du hast random irgendwelche Sachen aufgenommen und das waren direkt die richtigen. Tja, man hat halt auch manchmal Glück als blindes Huhn. Ich wollte mal noch ein bisschen Background erzählen, zu wie wir das aufgenommen haben. Und zwar war das ganz lustig, weil die Leute, mit denen ich hier spreche, die waren gar nicht vor Ort, als wir das aufgenommen haben im Studio. Die hatten das bereits bei sich zu Hause aufgenommen und dann mir sozusagen, oder uns, mir wurde gar nicht geschickt, ich habe damit nichts zu tun, ihren Dialogteil geschickt, sodass ich dann darauf reagieren konnte sozusagen. Und dann stand ich da alleine im Studio und hab mit meinem Handy geredet. Okay. Oh mein Gott! Ah! Stirb! Oh mein Gott! Auf irgendwas konzentrieren und dann auch noch denken, dass ich laufen kann. Oh Mann! Steige ich denn jetzt wieder ein? Keine Ahnung. Nee, ich will nicht nochmal die Dampfmaschine machen. Was ist, wenn ich jetzt nochmal die Dampfmaschine machen muss? Oh mein Gott! Nee! Why are you so lazy? I'm not lazy, I just don't want to do the Dampfmaschine again. Hast du gerade mal mitbekommen, mit was für einer Schnelligkeit du alle Knöpfe gedrückt hast? Wie erwartest du von mir, dass ich das auch kann? Ich habe keine Geduld für sowas. Kannst froh sein, wenn ich Geduld mit dir habe. Ja, cool, jetzt bin ich wieder hier. Hello? Somebody there? A human voice? Hello? It's you. You made it up the elevator. Congratulations. Well, welcome to Hackavik then, woman from a different place. I have some bad news though. Nobody's come here in over 20 years. That can't be. Ich will mitsprechen. Well, maybe it can't. Ich mache schon ganze Zeit facial expressions hier. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just... You'd feel the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. Something's not right here. Something is not right here. You tell me, girlfriend. Also die Bibliothek finde ich sehr angenehm, weil da passiert nichts Schlimmes. Da kann man einfach ein bisschen chillen. How could he help us? Ein bisschen was lernen vielleicht für die nächste Klassenarbeit. Und in der Klassenarbeit wird es darum gehen... Und ich will da nicht schon wieder rein. Kein Bock. Wie man am besten Roboter umschießt. Und ich meine, ein bisschen was zum Lernen ist hier. Wir haben gelernt, wie man Rostentferner herstellt. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aus was er bestanden hat, aber es ist nicht so wichtig. Dieser Raum ist irgendwie endlos. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wie ich hier rauskomme. I'm f***ing lost. Es gibt eine Tür. Durch die wolltest du nicht gehen. Oh. Ich dachte, es gibt mehrere. Ich hab genug. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, warum ich das nicht kann. Muss ich aber nicht. Es ist das erste Mal, dass ich ein Computerspiel gespielt habe und es ist sehr, sehr viel Information, sehr viele Eindrücke auf einmal
die mein Hirn irgendwie nicht so richtig verarbeiten kann. Was aber auch, glaube ich, normal ist, weil es ist ja nicht wirklich wie ein Film gucken. Film gucken bin ich irgendwie gewöhnt, da ist man nicht dabei, da kann man sonst was nebenbei machen, dass man irgendwie in seiner eigenen kleinen Welt und auf dem Bildschirm läuft irgendwas. Und bei so einem Spiel ist man sehr im Geschehen involviert, weil man ja natürlich selber der Charakter ist, der sich durch die Welt bewegt. Also es ist schon spannend für mich gewesen, weil ich das so noch nicht erlebt habe. Alle Gamer da draußen sind jetzt so, damit. Tja, für mich war es was Neues. Ich finde es schade, dass ich jetzt nicht so weit gekommen bin, weil ich einfach sehr langsam bin, logischerweise. Ich hätte gerne noch mehr gesehen, irgendwie von später, auch von den Dialogen, die wir aufgenommen haben. Aber ich glaube, das werde ich sowieso in nächster Zeit nochmal in meinem eigenen Tempo vielleicht irgendwie erfahren. Ja, das war's aber für heute. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, wie ich zum ersten Mal mich durch so eine Welt bewege. Und ich hoffe, ihr habt nicht zu früh aufgegeben und euch gedacht, Girl, die kann man dabei nicht zugucken und nicht zuhören. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Auch falls ihr das Spiel kennt und selber schon gespielt habt, sagt mir gerne, was ihr gedacht habt und wie ihr es findet. Und vor allem, wie ihr natürlich meine Stimme als Nora findet. Ich bin da immer offen für konstruktive Kritik. Es ist auch das erste Mal, dass ich so ein Videospiel vertont habe. Ansonsten würde ich euch raten, holt euch dieses Spiel und spielt selber. Es ist auf jeden Fall aber auch ein Indie-Game. Als hätte ich Ahnung davon, was das bedeutet und wo da der Unterschied zu anderen Spielen ist. Aber es bedeutet einfach nur, dass das ein kleines Team war und es ist nicht unbedingt perfekt an jeder Stelle. Es ist aber im Großen und Ganzen mega cool. Ich finde das Konzept sehr, sehr geil, persönlich einfach auch. Und der hier neben mir hat den Ton gemacht, also gebt euch das. Ja. Bye. We get up in the morning, think about so many things. I just wish things would get better. Try to get rid of it, but nothing's just different.